Wenn du auf der Suche nach dem passenden DJ-Kopfhörer bist, dann bist du bisher bestimmt an der Marke One Audio nicht dran vorbeigekommen. Günstige Einstiegskopfhörer, die aber gerade auf Amazon verdammt gute Bewertungen bekommen. Und einen dieser Kopfhörer, und zwar das Einsteigermodell, haben wir uns im letzten Video schon mal im Detail angeguckt und ich war mehr als begeistert, was ein Kopfhörer, der noch nicht mal 30 Euro kostet, doch alles leisten kann. Und in diesem Video gucken wir uns das nächst höhere Modell an, und zwar die Studio Pro Kopfhörer von One Audio. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann hast du sogar die Chance darauf, einen von zwei Studio Pro Kopfhörern zu gewinnen. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Im ersten Video rund um das Thema DJ-Kopfhörer haben wir uns diesen Kopfhörer von One Audio angeguckt und haben mal geprüft, welche Qualität hat er, wie ist er verarbeitet, wie ist der Tragekomfort von diesem Kopfhörer und vor allem, wie klingt er denn? Und die Wertung, die war ziemlich gut. Also falls du das Video noch nicht kennst, ich verlinke es dir mal direkt hier oben mit rein und du findest auch zudem unten in der Videobeschreibung nochmal mit drin. Und in diesem Video wollen wir uns das nächst höhere Modell von One Audio angucken, und zwar den Studio Pro Kopfhörer. Und den packen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Und hier merkt man auch schon den ersten Unterschied zu dem kleineren Modell. Er liegt in einer schönen Kunstledertasche mit drin, mit Bändel. Mit dabei auch gleich die Kabel, was übrigens dieselben Kabel sind, die auch schon bei dem kleineren Modell mit dabei waren. So, wir schieben das einmal hier mit rüber. Genau, und nehmen uns mal die Kopfhörer vor. So, und da liegen sie auch schon drin. Genau, ich nehme sie mal mit raus. Wow, was wir auch direkt sehen, ist natürlich auch das hier ist wieder ein klappbarer Kopfhörer, den wir einfach, wie gesagt, klappen können. Wir können Ohrmuscheln wegklappen, also wirklich richtig als DJ-Kopfhörer gedacht. Zudem auch, wie gesagt, können wir die Ohrmuscheln separat drehen, wie wir es am liebsten haben möchten. So, und der ganz große Unterschied, der für ein paar Euro mehr im Gegensatz zu dem Einstiegsmodell vorhanden ist, ist, dass hier auch die Ohrpolster ein bisschen höherwertiger verarbeitet sind. Also sie haben das Design mit dem roten Faden, was ja hier oben auch schon drauf ist, auch gleich hier mit fortgeführt. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Ansonsten auch hier wieder zwei Anschlüsse mit dabei, wie auch schon das günstige Modell hat. Und ansonsten ist der fast ganz genauso, nur dass er hier, wie gesagt, ein bisschen höherwertiger ist. So, der wichtigste Faktor, deswegen machen wir das auch ganz kurz, ist der Tragekomfort. Dafür muss ich ihn wieder ein bisschen ausziehen. Wir gucken mal, wie er sich anfühlt. Oh ja, auch genauso wie der andere fühlt er sich richtig gut an. Ich würde sogar sagen, die Polster sind noch mal ein bisschen weicher und er ist komplett ohrumschließend. Das heißt, er schirmt in erster Linie auch sehr, sehr gut ab und er quetscht das Ohr nicht. Und natürlich auch, und das ist der ganz große Vorteil für uns als Brillenträger, drückt er nicht auf die Brille. Er passt sich einfach perfekt an, also er ist richtig, richtig bequem. Das kann ich euch gleich jetzt direkt schon mal sagen. Super, ansonsten wie gesagt, der Kopfhörer ist, so wie es aussieht, genau derselbe wie das Einstiegsmodell. Aber einen kleinen Unterschied soll es angeblich geben und deswegen machen wir jetzt mal den Klangtest zusammen. So, das Kabel ist parat und auch hier ein Ende hat 3 Punkte, das andere hat 2 Punkte. Das 2-Punkt kommt hier in den Kopfhörer mit rein und an dem Kabel ist zudem ein kleines Mikrofon mit einem Schalter dran, was wir wahrscheinlich für das Smartphone natürlich auch wieder benutzen können. Das andere Ende kommt in das Smartphone und da ganz wichtig, wie immer, wenn du Apple-User bist, brauchst du diesen kleinen Adapter. Diesmal habe ich ihn mir direkt parat gelegt. Das letzte Mal musste ich ihn erst holen. Und wir schließen mal an und machen mal kurz einen Soundtest.
Wow, Freunde. Also direkt gesagt, auch hier die Klangqualität wirklich sehr, sehr stark. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Bass sogar ein bisschen zu kräftig drin ist, aber auch dieser hat einen richtigen Bassboost, was für uns als DJs natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Bassline und auch die Kick perfekt raushören können, um natürlich besser mixen zu können. Also auch dieser Kopfhörer, wie gesagt, er glänzt einfach durch noch ein bisschen bessere Ohrpolster, sieht auch von innen nochmal ein bisschen schöner aus. Ich gucke da auch mal direkt rein. Ah, okay, auch der hat das R und das L für die richtige Seite hier auf die Innenseite mit reingedruckt. Genauso wie der andere. Also auch da kann ich dir einfach sagen, für ein paar Euro mehr bekommst du sogar noch einen Kopfhörer, der von den Ohrpolstern noch ein bisschen schöner und ein bisschen besser aussieht. Sogar noch ein bisschen bequemer ist als der andere, weil er einfach noch dickere gepolsterte Ohrmuscheln hat. Und da kannst du selbst wählen, ob du das Einstiegsmodell möchtest oder die paar Euro mehr für den höherwertigeren Kopfhörer ausgeben willst. Beide verlinke ich dir auf jeden Fall mal unten hier unter dieses Video mit drunter. Ja, Freunde, und ansonsten natürlich ganz kurz und knapp, wenn ihr einen von zwei dieser Kopfhörer gewinnen möchtet, dann schreibt unten in die Kommentare einfach das Hashtag Kopfhörer mit rein, also das Hashtag-Symbol und dann Kopfhörer, und ihr seid in der Verlosung mit dabei, und in der nächsten Zeit losen wir mal aus und vielleicht hast du das Glück und kannst einen von zwei dieser One Audio Kopfhörer gewinnen. Ansonsten sage ich jetzt schon mal Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast, und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch direkt hier oben diesen YouTube-Kanal und jede Woche wartet ein brandneues Video auf dich. Mach's gut, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, der Mike.